Hallo Leute, das ist deine tägliche Dosis Wahrheit. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir heute noch mal Gelegenheit geben, Bundesland zum Antworten, ohne mir in das Wort zu fallen. Ich weiß, dass Sachsen der Einäugige unter den Blinden ist. Wir haben heute eine Situation, dass... Immerhin Platz 1. Lassen Sie sich bitte mal ausreden. Jörg Urban von der AfD setzt dem frechen Moderator klare Grenzen. Besonders gegen Ende verstummt der Moderator plötzlich. Und jetzt begrüße ich den Partei- und Fraktionsvorsitzenden der AfD in Sachsen, Jörg Urban. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Herr Urban, am Wochenende Christopher Street Day in Leipzig war in den Schlagzeilen. Schwule, Lesben, Queere und andere haben öffentlich gefeiert. Neonazis haben dagegen protestiert. Es gab Hitlergrüße, es gab Provokationen. Die Polizei musste die Feiernden beschützen. Wie finden Sie das? Wissen Sie, unser Land hat andere Probleme. Wir haben ein desaströses Bildungssystem. Wir haben eine innere Sicherheit, die zerbröckelt, eine Wirtschaft, die abwandert. Das sind die Probleme, die die Menschen interessieren. Eine einzelne Demonstration von verschiedenen Extremisten interessieren die Leute heute weniger. Ich habe Sie aber nach dem Christopher Street Day gefragt, weil das das große Thema Freiheit ist. Das ist ja kein unwichtiges Thema. Deshalb frage ich Sie nochmal, sollten Schwule und Lesben, Queere und andere in Sachsen öffentlich ungestört feiern können? Ja oder nein? Absolut, aber das Thema Freiheit bedeutet eben auch, dass wir wirklich die Grundrechte einhalten. Und wir haben gerade hier in Sachsen erlebt, wie die Regierung Kretschmer in der Corona-Zeit massiv Grundrechte eingeschränkt hat. Ihre Frage ist etwas irrelevant, deswegen sage ich das. Das ist eine kleine Gruppe, die macht eine Demonstration. Freiheitsrechte in Sachsen heißt tatsächlich auch Grundrechte. Ich darf arbeiten, ich darf an die frische Luft, ich darf meine sterbenden Angehörigen besuchen. Das haben wir erlebt in Sachsen, dass das eingeschränkt wurde. Und das nehmen bis heute viele Bürger dieser Regierung übel. Gut, Sie wollen die Frage offenbar nicht beantworten. Ich will nur noch mal sagen, es war keine Frage. Ich finde die Frage einfach ein bisschen abwegig. Ja, Sie können sich die Frage natürlich nicht aussuchen hier in diesem Interview. Ne? Na, deshalb würde ich gerne zum Thema Freiheit fragen. Und ich will nur noch mal sagen, auch in Bautzen gab es Proteste. Es waren 1000 Feiernde und 680 Protestierende. Und Sie haben offenbar kein Problem damit, dass Neonazis gegen Schwule, Lesben und Ich habe ein großes Problem damit, dass unsere Kinder nicht mehr ausreichend Unterricht bekommen, dass unsere Bürger keine Ärzte mehr finden und dass unsere ländlichen Räume keine Arbeitsplätze mehr anbieten. Damit habe ich ein großes Problem. Sie wollen die Frage nicht beantworten, Sie wollen sich nicht klar für das Thema Freiheit erklären und damit haben Sie auch eine Antwort gegeben. Ich erkläre mich klar für die Freiheit und zwar die Regierung Kretschmer, die die Freiheit in Sachsen massiv eingeschränkt hat. Fachkräfte im Ausland sprechen, die Wirtschaft beklagt, dass Sachsen wegen der AfD einen schlechten Ruf hat. Man hat es ja gerade gesehen, dass Sie nicht gerade für Weltoffenheit stehen. Sie haben zum Thema Geflüchtete gesagt, das ist meine Einschätzung nach Ihrer Antwort. Sie haben zum Thema Geflüchtete gesagt, Sie wollen Sachsen zum unattraktivsten Bundesland für Geflüchtete machen. Was glauben Sie, lassen Sie mich die Frage aussprechen, Sie wollen Sachsen zum unattraktivsten Bundesland für Geflüchtete machen. Was glauben Sie, was die sächsische Wirtschaft von solchen Formulierungen hält? Die sächsische Wirtschaft verliert Arbeitskräfte, weil Deutschland zu hohe Steuern hat, zu hohe Energiepreise, weil Deutschland inzwischen nicht mehr technologieoffen ist. Wir verbieten bestimmte Technologien, wie zum Beispiel den Verbrennungsmotor. Wir verbieten synthetische Kraftstoffe, beziehungsweise lassen sie nicht zu. Wir verbieten die Atomforschung. Offenbar muss ich meine Frage konkreter stellen, weil Sie überhaupt nicht auf meine Frage antworten. Was meinen Sie denn? Sie haben gerade gesagt, die Wirtschaft sagt, Deutschland ist unattraktiv geworden. Was meinen Sie denn, wenn Sie sagen, Sie wollen Sachsen zum unattraktivsten Bundesland machen? Wir wollen Sachsen unattraktiv machen für Menschen, die nur hierher kommen, um in unser Sozialsystem einzuwandern. Wir haben kein Problem mit Fachkräften. Wir haben gerade in Sachsen sehr, sehr viele Fachkräfte aus Tschechien und Polen, die wir auch brauchen im Gesundheitswesen, aber auch in unserer mittelständischen Wirtschaft. Unattraktiv möchten wir sein für Menschen, die nur hierher kommen, um ins Sozialsystem einzuwandern und im schlimmsten Fall dann noch kriminell werden und unsere öffentliche Sicherheit belasten. Das heißt, Sie wollen die Zuwanderung begrenzen, Sie wollen auch konsequent abschieben, das wollen andere Parteien auch. Das Problem ist ja, dass viele Herkunftsländer die Geflüchteten nicht zurücknehmen. Wie wollen Sie diese Länder überzeugen, aber auch Länder wie Syrien und Afghanistan, dass sie die Menschen zurücknehmen? Also wir können auch mit diesen Ländern Partnerschaftsverträge eingehen, damit wir auf der Gegenseite eben auch die behördlichen Strukturen finanziell unterstützen, die das ja auch auf der anderen Seite abwickeln müssen. Das können wir von Sachsen aus. Die große Frage, in welche Länder dürfen wir überhaupt abschieben, das muss im Bund geregelt werden, das können wir nicht von Sachsen aus. Aber wir nutzen eben bis heute unsere Möglichkeiten in Sachsen nicht. Wir haben ja 15.000 Ausreisepflichtige seit vielen Jahren, die nicht abgeschoben werden, wo der Freistaat viel zu wenig übernimmt, um diese Menschen wieder nach Hause zu bringen. Wie wollen Sie die Bildung in Sachsen verbessern?
Also Bildung heißt natürlich 15 Jahre CDU-Politik. Also das Desaster, was wir heute haben, ist das Ergebnis von 15 Jahren CDU-Politik, wo eben kein Lehrerstamm aufgebaut wurde, obwohl man wusste, dass die geburtenstarken Lehrgänge kommen, obwohl man wusste, dass es viele Altersabgänge gibt, wurde eben nicht gegengesteuert. Deswegen stehen wir heute dort, wo wir stehen. Sie stehen vor Bayern in der PISA-Studie. Da schneiden die Schülerinnen und Schüler aus Sachsen gar nicht so schlecht ab. Reden Sie da was schlecht? Ich rede da gar nicht schlecht. PISA Platz 1 heißt, dass Sachsen der Einäugige unter den Blinden ist. Wir haben heute eine Situation, dass... Immerhin Platz 1. Lassen Sie sich bitte mal ausreden. Wir haben heute eine Situation, dass 80% der Ausbildungsbetriebe in Sachsen sagen, wir müssen nachschulen in Deutsch und Mathe. Das ist der Stand unserer Schulen heute. Und das ist ein desaströser Stand, weil dort zeigt sich eben, dass wir unseren Kindern ihre Lebensperspektiven, ihre Berufsperspektiven zerstören, wenn sie keine ausreichende Schulbildung bekommen. Wir sind heute in einem sehr schlechten Zustand. Was wir wollen, wir müssen jetzt die Lehrkräfte aktivieren, die wir verfügbar haben. Das sind vor allen Dingen die Teilzeitkräfte, die wir motivieren können, voll zu arbeiten. Das sind Lehrer, die in Ruhestand gehen, die wir motivieren können, länger zu arbeiten. Und wir müssen auch diesen Bereich Quereinsteiger, der ja bereit ist, auch so unterstützen, dass nicht ein Drittel der Quereinsteiger es wieder sein lässt. Also wir haben jetzt Kapazitäten. Wir haben auch Kapazitäten in den Behörden. Wir haben noch viele Lehrer, die sitzen jetzt im LASUB bzw. in anderen sächsischen Behörden. Gelernte Lehrer, die können wir jetzt versuchen, in die Schulen zu bringen und sie durch andere Beamte zu ersetzen. Also wir sind in einer Notsituation, aber diese Notsituation ist nicht vom Himmel gefallen. Das ist das Ergebnis von 15 Jahren CDU-Bildungspolitik in Sachsen. Ein Thema, was eigentlich gar kein Landesthema ist, was aber diesen Wahlkampf auch prägt, ist der Krieg in der Ukraine. Wir haben es gerade in dem Steckbrief über Sie gesehen. Sie sprechen Russisch, haben in Russland studiert, sind mit einer Russin verheiratet. Seitdem Russland die Ukraine angegriffen hat, hört man von Ihnen vor allem immer Kritik an der Ukraine, keine an Russland. Wie kommt es, dass Sie auf der Seite des Aggressors stehen? Ich stehe nicht auf der Seite des Aggressors. Wir als AfD haben von Anfang an gesagt, hier braucht es schnell eine diplomatische Lösung. Wir haben jetzt erlebt, dass nach 2 Jahren Krieg hunderttausende Menschen gestorben sind und dass dieser Krieg eben nicht aufhört. Und wir kritisieren, dass Deutschland diesen Krieg befeuert mit finanziellen und Waffenlieferungen an die Ukraine. Mit dem Ergebnis, es passiert nichts. Man hat sich das vielleicht am Anfang anders vorgestellt. Wir machen Sanktionen gegen Russland, das zwingt die Wirtschaftlichen in die Knie und dann gibt es ein Einlenken. 2 Jahre sind vergangen, es gibt kein Einlenken, der Krieg ist festgefahren und Waffen, die wir dorthin liefern, sind eben keine Lösung dieses Konfliktes. Auf der anderen Seite sehen wir haben ja mehrere hunderttausend Ukrainer in Europa, die wollen nicht kämpfen. Die sagen, ich möchte nicht in diesen Krieg gehen. Also wir müssen einfach verhindern, dass dort Menschen sterben in Größenordnungen. Und unsere Ansicht ist eben die, wir müssen jetzt eben nicht nur auf die russische Seite Druck ausüben, sich an den Tisch zu setzen, sondern auch auf die ukrainische. Am Ende geht es um die Menschen, die dort jeden Tag sterben müssen. Sie sehen, wenn Sie meine Fragen beantworten, lasse ich Sie auch ausreden. Das war Jörg Urban, der Spitzenkandidat der AfD. Vielen Dank für das Interview. Ging ja schnell. Dankeschön. Da gab es wohl eine direkte Anweisung aufs Ohr, den AfD-Mann endlich mal ausreden zu lassen. Vielleicht hat auch der knallharte Blick von Herrn Urban ihn verstummen lassen. Wie dem auch sei, wen wählt ihr eigentlich? Schreibt es mir in die Kommentare.